Hallo Robin. Hallo Philipp. Hallo. Ich wollte fragen, sind Sie eigentlich schon mal in Urlaub gefahren? In Urlaub? Oh, da bin ich aber schon ganz oft gewesen, ehrlich gesagt. Und wo genau? Ah, also ich bin schon oft gewesen in Griechenland, in der Türkei, in Italien. Aber soll ich euch verraten, wo ich am liebsten Urlaub mache? An der Nordsee auf Wangerooge. Okay. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Ich glaube, gelb. Das ist schon schön sonnig. Was ist Ihre Lieblingsautomarke? Meine Lieblingsautomarke? Da habe ich ganz viele, glaube ich. Also ich selber fahre ja ein Mercedes Kombi, da passt meine ganze Anlage und meine Gitarre rein. Und dann fahre ich gerne mal BMW. Aber ganz früher habe ich so einen Triumph, gab es so einen englischen Sportwagen mit einem Verdeck offen. Das fand ich immer klasse. Ich fahre gerne offen. Wann singen Sie? Ich singe eigentlich schon, seitdem ich ein Baby war. Sagt meine Mama jedenfalls, dass ich schon als Baby gesungen habe. Im Bett auch. Im Bett auch, genau. Aber als Kinderliedermacher singe ich seit 26 Jahren. Ui, schönes Zeug. Was ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen? Meine Lieblingssendung im Fernsehen? Ich gucke ehrlich gesagt ziemlich wenig Fernsehen. Also ich gucke meistens die Tagesschau, damit ich immer informiert bin, was alles los ist. Und dann gucke ich gerne so Spielfilme, die ein bisschen lustiger sind. Wo man lachen kann. Und Musiksendungen gucke ich auch sehr gerne. Viva! Ja. Interessieren Sie sich für Fußball? Na klar. Jetzt wollt ihr bestimmt meinen Lieblingsverein wissen, was? Ja. Also ich weiß, dass ganz viele jetzt aufschreien werden zu Hause an den Bildschirmen. Aber mein Lieblingsverein ist Arminia Bielefeld. Und wo wohnen Sie? Ich wohne in Düsseldorf. Ach so. Und was ist Ihr eigentlich Ihr Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel? Also ich spiele ganz gerne Skat, das ist allerdings ein Spiel für Erwachsene. Und mit den Kindern spiele ich am liebsten Mensch, ärgere dich nicht. Spielt ihr das auch noch? Ja. Oder spielt ihr nur Gameboy und Playstation? Ja, so ähnlich. Aha. Obwohl, ich bin meistens auch nur draußen. Ah, spielst du Fußball? Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 47 Jahre alt. Wie alt bist du? 9. 9. Und du? Was sind Ihre Hobbys? Hey, du musst erst sagen, wie alt du bist. Oder bist du schon ein bisschen eitel? Ich bin 8. Du bist 8, okay. Ich werde 9. Mhm. Was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys? Ich gehe gerne in die Sauna. Ich mache gerne Musik. Und höre gerne Musik. Und ja, spiele gerne mit Kindern. Seit wann machen Sie Musik? Seit wann ich Musik mache? Oh, das ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Gitarrespielen, als ich 14 Jahre alt war. Und da habe ich ganz viel geübt und geübt und geübt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Weil ich habe so ohne Noten gespielt am Anfang, habe so Lieder nachgespielt. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Merkt man jetzt. Merkt man das noch? Ja, wie gut zu spielen. Weil Sie sind richtig klasse. Oh, danke schön. Das ist aber freundlich. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsgericht, Volker? Mein Lieblingsgericht? Gummibärchen und Spaghetti. Oh. Nein, also ich esse gerne Pizza. Pizza esse ich. Ja, darf ich auch gerade. Ja, genau. Was mögt ihr gerne? Also mein Lieblingsessen... Schokoladenpudding. Pizza. Pizza. Und Eis esse ich natürlich auch gerne, ganz ich klar. Auch. Und hören die auch andere Musik jetzt, außer ihre jetzt, außer Kinderlieder? Oh ja, klar. Also das wäre auch ganz schön komisch, nicht, wenn ich also nur meine eigenen Lieder hören würde. Also das mache ich schon natürlich ab und zu mal, dass ich auch meine eigenen Platten höre. Aber ich höre natürlich auch andere Musik. Also ich höre zum Beispiel so lateinamerikanische Musik oder auch Schlagermusik höre ich gerne. Oder auch Rockmusik und Popmusik höre ich gerne. Also alles, was irgendwie gut ist. Manchmal höre ich mir auch. Bitte? Auch Hip-Hop? Oh yeah, Baby, ist doch klar, Hip-Hop, Baby, ja, ja, ha. Na klar. Was finden Sie eigentlich am Geseker-Publikum am besten? Am Geseker-Publikum finde ich eigentlich am besten, dass sie so toll mitmachen. Also ich finde, das ist ja so mein Programm, dass ich die Kinder nicht nur immer besingen will, also dass ich was vorsinge, sondern ich möchte ja immer mit dem Publikum auch singen. Und hier in Geseke, also da ist mir das aufgefallen, also dass die Kinder, wie aber auch die Eltern, ganz toll mitsingen. Wie hat Ihnen das Jahr 2003 bis hierher gefallen? Eine interessante Frage. Also ich muss sagen, es hat mir bis jetzt sehr gut gefallen, weil ich habe eine neue Platte gemacht, Hoppelhase Hans. Ich war im Kinderkanal beim Liedersommer, habe ich also ganz viel für die Kinder singen dürfen an einem Bildschirm. Und im ZDF habe ich gesungen, habe ich meine große Show gehabt, alles okidoki. Das war im ZDF, also 45 Minuten. Hast du schon gehört? Okidoki. Ah ja, klar. Und also es läuft ganz gut. Und jetzt natürlich der Höhepunkt hier mit euch in Geseke zu singen, also das macht richtig Spaß.
Was lesen Sie eigentlich für Bücher? Für Bücher, also manchmal auch Mickey Maus-Hefte, ehrlich gesagt. Und Donald Duck, die finde ich immer ziemlich klasse. Also der richtet so einen coolen Kindersänger. Ja, weiß ich nicht, aber macht schon Spaß. Aber natürlich auch Bücher, natürlich, ganz klar. Können Sie kochen? Ich kann kochen, klar. Jetzt wollt ihr wissen, was ich am besten kochen kann? Ja. Also mein bestes Gericht ist Lasagne. Lasagne kann ich gut kochen. Die mag ich total gerne. Ehrlich? Was ist eigentlich Ihr Lieblingssport? Fußball, klar. Dann noch Radsport, Tour de France gucke ich also gerne natürlich. Ja, das ist auch interessant. Ja, sehr interessant und weiß nicht, auch ab und zu mal Boxen. Wie fanden Sie eigentlich den Nachmittag heute? Also war eine Riesenstimmung, muss ich sagen. Also wirklich klasse. Also nach Geseke komme ich auf jeden Fall gerne wieder. Kommt ihr auch wieder? Da freuen wir uns auch drauf. Okay, danke schön. Vielen Dank, dass wir Sie interviewen durften. Überhaupt keine Frage, klar. Ciao. Ciao, Robin. Ciao, Philipp. Ciao. Tschüss. Tschüss.